einen kleinen Probenprozess. Es geht um Improvisation. Ich übergebe das Mikro an dich. Passt gut auf, wenn ihr Musical-Darsteller werden wollt. Ne? Das müsst ihr später auch können. Improvisieren ist immer sehr wichtig. Viel Spaß. Ich bin sehr gespannt. Toi, toi, toi. Tag zusammen. Grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Improvisieren, das macht man nicht nur, wenn auf der Bühne etwas nicht so läuft, wie es sein soll. Oder wenn jemand den Text vergisst oder jemand gerade noch auf der Toilette ist und seinen Auftritt verpasst. Das macht man vor allen Dingen dann, wenn man in einen Probenprozess geht und dann steht Improvisation meistens am Anfang. Das heißt, man kennt den Text, man kennt die Songs, man weiß, was man zu sagen und zu singen hat. Man kennt aber wahrscheinlich noch nicht die Form, das Staging und die Choreografie. So, da sind wir jetzt gerade. Und man improvisiert so lange, bis man mit der Situation, mit der Szene vertraut ist. Und man improvisiert so lange, bis man die Emotionen der Situation kennt. Und dann geht der Regisseur hin und bringt das Ganze in eine Form. Und diese Form ist ganz wichtig, aus vor allen Dingen zwei Gründen, dass man sie jeden Abend abrufen kann. Und dass vor allen Dingen ihr als Zuschauer immer eure Aufmerksamkeit dahin gelenkt bekommt, wo gerade das Wichtigste passiert. Diese Form, damit ihr nicht zum Selbstläufer wird, zur Routine oder zum Autopiloten, wie wir immer sagen, gehen wir ab und zu hin und improvisieren einfach die Szene nochmal durch. Und das will ich euch jetzt gerne mal zeigen, wie sowas aussehen könnte. Also, die Aufgabe, die ich jetzt der Cast gebe, ist, wir spielen die Szene, ohne die Choreografie zu kennen, ohne das Staging zu kennen. Ihr kennt nur den Text, ihr kennt nur die Songs. Alles ist erlaubt, nichts ist verboten. Ja? Das versuchen wir jetzt einmal zu zeigen. Und für diejenigen, die die Szene kennen, wer kennt die Szene? Wird das wahrscheinlich ziemlich anders. Oder anders, aber wer kennt sie nicht, die Szene? Ja, das ist ja spannend. Na gut, also ihr kennt die Szene, ihr wisst ziemlich genau, was da passiert. Das werdet ihr jetzt alles nicht sehen. Und das ist auch gut so. Das kann unter Umständen ganz wild sein, was ihr da zu sehen bekommt, weil die werden jetzt sehr erfinderisch sein. Also, Cast, die Aufgabe ist klar. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr wisst vor allem, was ihr nicht zu tun habt. Vor allen Dingen habt Spaß dabei. Seid kreativ, be inventive and have fun. So, wir fangen an. Shai von Anfang der Szene. Danke, danke, danke. Eine Sache noch, geht bitte am Ende der Szene nicht aufs Haus. Und Professor Alfred Auftritt auf jeden Fall durch die Tür, das behalten wir. Und das Knoblauch muss pünktlich auf die Bühne kommen, eigentlich wie in der Show. Sonst wünsche ich euch viel Spaß. Let's go. Ach so. Change all your positions now. Already from the beginning. Fängt schon gut an, ja? Hallo Magda. Okay, wir lassen das einmal komplett durchlaufen. Und los geht's. Knoblauch macht aus Bösen Männer.
und aufs Gereisen. Nicht auf Erden ist der Sünder, bei Winter und bei uns. Mein Klon auf Wunder wird, mein Klon auf Wunder wird, mein Klon auf Wunder wird, mein Klon auf Wunder wird. Gracias.
auch aussehen. Wenn wir es jetzt nochmal machen würden, würde es wahrscheinlich wieder anders aussehen. Aber wenn ihr dann nochmal in die Show kommt, werdet ihr das Original sehen, ich verspreche es. Gut, Dankeschön, Cast. Go off stage.